Ja, hallo aus dem Paul-Löbe-Haus. Eine Sitzungswoche nähert sich dem Ende. Wir nähern uns auch dem Ende des Haushalts 2022. Die Beratungen laufen jetzt auf Hochtouren. Nächste Woche ist ja die Nacht der langen Messer. Was war die Woche noch so los? Neben Haushaltsberatung natürlich das Thema BAföG hat uns beschäftigt. Wir werden da eine Reform anschubsen. Die läuft jetzt auch an. Erste Lesung im Plenum. Was soll passieren? Wir wollen das BAföG aufmachen für mehr Schülerinnen und Schüler, mehr Leistungen für Schülerinnen und Schüler und Studierende. Das ist das Ziel. Das geht jetzt in die Beratung. Ich bin guter Dinge, dass da was sehr Gutes rauskommt. Wir haben ein Entlastungspaket beschlossen im Hinblick auf die steigenden Energiekosten in diesem Land. Was ist da alles so drin? 9-Euro-Ticket zum Beispiel für 3 Monate, Absenkung der Energiesteuer für 3 Monate, ein Familienzuschuss für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbstständige in Höhe von 300 €. 100 € gibt es pro Kind. Man sieht, wir machen uns Gedanken, hier zu helfen. Insgesamt wurden da 31 Milliarden Euro jetzt an Entlastungen beschlossen. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir werden das auch weiter verfolgen und immer das tun, was auch mit Sicherheit notwendig ist. In diesem Sinne geht es jetzt kurz nach Hause, Wäsche waschen, weil nächste Woche ist dann große Haushaltssitzung. Und in dem Sinne allen ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle im Wahlkreis.